drücke den Druck 1015 Hektopascal in Millimeter Quecksilber aus. Wir wissen, 1015 Hektopascal, das ist dasselbe wie 101.500 Pascal. Wir wissen auch, dass der Druck von 101.396 Pascal dem Druck von 76 cm Quecksilber entspricht. Wir werden jetzt diese Anzahl Pascal in eine Anzahl Zentimeter Quecksilber umwandeln und dazu nutzen wir den Dreisatz. Links teilen wir zuerst durch diese Zahl, so gelangen wir zu einem Pascal, und laut Dreisatz müssen wir rechts durch dieselbe Zahl teilen. Links multiplizieren wir jetzt mit dieser Zahl, also müssen wir auch rechts mit dieser Zahl multiplizieren. Und somit finden wir, dass der Druck von 101.500 Pascal dem Druck von 76,08 cm Quecksilber entspricht, also 760,8 mm Quecksilber. Die Endantwort lautet also 1015 Hektopascal, das ist dasselbe wie 760,8 mm Quecksilber. Jetzt schauen wir mal auf dieses Barometer. Hier steht die Einheit Hektopascal und da Millimeter Quecksilber. Diese Zahlen drücken den Luftdruck in Hektopascal aus und diese Zahlen drücken den Luftdruck in Millimeter Quecksilber aus. Wir sehen, dass die Nadel sich in der Mitte von 1010 und 1020 befindet. Also der angezeigte Druck beträgt effektiv 1015 Hektopascal. Jetzt die inneren Zahlen. Wir lesen hier 760 mm Quecksilber und da 770 mm Quecksilber. Also ist der angezeigte Druck ein ganz bisschen größer als 760, was also bedeutet, dass unsere Antwort 760,8 mm Quecksilber große Chancen hat, richtig zu sein.